Ja, moin Leute. Ja, moin Freunde. Ich bin wieder auf Rockin' am Start, meine Freunde. Heute habe ich mir gedacht, muss ich meine Begrüßung ändern, da einige Kommentare mich daran erinnert haben, dass ich so klinge wie der echte Digga. Digga, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, okay? Ja, meine Freunde, auch wenn ich mir das heute wünschen würde, dass das Thema wäre, geht es heute nicht darum, denn heute soll es gehen um YouTube Deutschland gegen die militante Veganerin. Und das Ganze wird jetzt erstmal analysiert auf Main-Character-Basis. Auf einer Main-Character-Basis? Ja, Freunde, hier in diesem Bild sehen wir den Magus, den veganen Fan, wie man seinem T-Shirt entnehmen kann. Außerdem war er auch beim Leroy zum Treffen mit der militanten Veganerin. Es gibt immer Verzehrempfehlungen und es gibt Dinge, die wirken. Ne? Man sagt ja auch maximal 3 Eier die Woche. Ne? Ja, was willst du denn damit? 3 Eier? Nee, 3 Eier die Stunde. Ja, Freunde, der Magus hat auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, was Essen und Tiere und Tierhaltung angeht. Das kann nur Bombe werden mit der militanten Veganerin im Petto. Die beiden zusammen mit dem Leroy in der Mitte. Das kann nur krass laufen. Ja, meine Freunde, neuer Tag, neues Outfit. Als nächsten Probanden unserer Studie haben wir Until Monke, aka Montana Black, der einzig wahre. Mal schauen, was er zu sagen hat über unsere vegane Freundin. Eins, das Video, wo Markus Rühl zusammen mit einer Veganerin in den Raum gesetzt wird, die sich Veganerin nennt, aber in keinster Art und Weise überhaupt nur irgendeine andere Meinung zulässt. Meinst du das? Nein, sowas gucke ich mir bestimmt nicht an. Aber auch da ein dicker Disrespect an Leroy Matata. Der hat nämlich genau die eingeladen, weil er ganz genau weiß, dass das Klicks gibt. Nun schauen wir doch mal hinein, wie das Interview mit Markus und der militanten Veganerin bei Leroy verlaufen ist und ob da etwas dran ist an dem, was Monte hier gesagt hat. Eine vegane Ernährung ist so teuer. Wer kann sich das denn erlauben? Was? In Supermärkten. Da brauchst du gar nicht lachen. Guck dir bitte, eine vegane Milch an, guck dir normale Milch an. Da sind wir beim 4- bis 5-fachen Drinks. Nein, ich habe einen Preistest gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Habe ich die ganzen Veganen gegenüber normale und da sind wir überall 30-50% teurer. Und der Mensch kann sich das normalerweise auf Dauer nicht erlauben. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ja, Freunde, vegane Ernährung definitiv teurer, das kann man sagen. Ein Fan hat die militante Veganerin getroffen. In der Wildnis, in ihrem Lebensraum. Was ist eigentlich mit Markus Rühl? Erbärmlich. Wieso erbärmlich? Also ich finde es vor allem erbärmlich, dass die ganzen Kommentare meinen, er hätte das gewonnen. Das Einzige, was ihm zugute gehalten werden kann, ist, dass er halt halbwegs ruhig gesprochen hat. Aber es gewinnt nicht jemand eine Diskussion, nur weil er ruhig ist, sondern weil er Argumente hat. Ja, ich denke mal, das Gespräch mit Markus verlief super. Aber die eigentliche Frage, meine Freunde, ist doch gerade mal, wieso haben so viele denn ein Problem mit unserer wilden Kuh? Der Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund. Ich darf dich jetzt zum Schlachthof schicken und dich essen, wenn du mir schmeckst. Können Sie. Ist das eine Lüge? Ich hoffe, du denkst ein bisschen drüber nach, was du den Tieren antust. Okay. Und ich gebe dir einen Tipp. Also bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Schönes veganes Leben wünsche ich dir. Ja, aber ich wollte noch sagen. Ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie heißt du? Angie. Findest du nicht, vegan sein ist okay? Nein. Bist du vegan? Ja. Ehrenfrau. Moritz, was bereust du am meisten? Sag einfach, enttäusch mich nicht. Ja, dass ich nicht früher vegan geworden bin. Danke, enttäuscht mich nicht. Und das kann man wirklich jeden einzelnen Veganer fragen. Ich hätte dich jetzt auch gefragt, jetzt hast du zugehört, du Spitzel. Vielleicht könnte das Problem damit zusammenhängen. Ich denke mal, die Clips haben auch bei euch geschallert. Ich hoffe, ihr wurdet 5% schlauer in diesem Video. Ganz, ganz stark herausstechend ist ihr sektenartiges Verhalten, ihre Art, wie sie mit ihren Freunden redet und schon fast zwingt oder manipuliert in den Veganismus, wie sie keine andere Meinung außer ihrer eigenen Meinung annimmt und null Toleranz hat für andere Meinungen. Ich muss sagen, den Clip mit den Kindern fand ich gut, dass sie versucht, mit den Kindern zu reden, aber ihre Art ist einfach falsch und diese Frau würde ich definitiv nicht an mein Kind ranlassen. Nicht falsch verstehen, bitte. Wir sind jetzt gerade an der ganz knappen Grenze hier. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Und ich denke hier, ihr Kollege, wie hieß der, Philipp oder so, glaube ich, die Hoffnung, an anderes Fleisch ranzukommen, indem er das Fleisch zum Essen aufgegeben hat. Ob man das jetzt möchte, bin ich mir nicht sicher. Ob der Moritz das möchte, da bin ich mir sicher. Freunde, ist ja eine objektive Meinung, ne? Wenn euch das Video gefallen hat,
kurz und knapp, sachlich und ordentlich. Dann lasst einen Daumen nach oben da, hinterlasst einen Kommentar. Eure eigene Meinung schreibt's mal in die Kommentare. Sehr, sehr gerne ist gewünscht. Und abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Reaktionsvideos und solche Videos. Ich weiß nicht, wie man diese Videos nennt, aber... Genau, solche Videos, Freunde. Kuss, wir sehen uns. Zuallererst muss ich hart diese Möchtegern-Kritiker absolut auf den Arsch treten. Weil, Digga, die gehen gefühlt in den Kommentaren auf seine Mutter, auf seine Ehre, auf seine Seele von... Leon! Wenn man sich ein bisschen, nur ein bisschen mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat, ne? Man weiß, Digga, der Typ wurde entführt, ne? Also hatte gefühlt Todesängste seines Lebens gehabt, okay? Der Typ, sein ganzes, sein Hab und Gut wurde abgezogen von vermeintlich besten Freunden oder was auch immer. Der Typ hatte hin und her Taschen leer, Digga, verrückte Zustände, die kennen wir gar nicht.